Schauen wir uns nun die Software an. Aufbauend auf der Hardware sitzt in dieser Architektur die Software. Die Hardware besteht jetzt aus den physikalischen Geräten, dann noch einer Ebene der sogenannten Mikroprogrammierung und auch die Maschinensprache. Die zählt man häufig zur Hardware dazu. Darauf sitzt jetzt das sogenannte Betriebssystem, wo ich gleich nochmal genauer drauf eingehen werde, was ja letztendlich den Rechner steuert. Und das Betriebssystem gehört zur sogenannten Systemsoftware. Dazu zählt man aber auch häufig sogenannte Hilfswerkzeuge wie Compiler, Editoren, Interpreter und so weiter. Und aufbauend auf der Systemsoftware wird dann Anwendungssoftware entwickelt oder ausgeführt. Mit solcher Anwendungssoftware, da setzen wir uns auseinander. Das sind halt Spiele, Lernsoftware, Adressverwaltung, also alles das, was man letztendlich mit einem Computer machen kann. Was ist genau das Betriebssystem? Als Betriebssystem bezeichnet man die Menge aller Programme, die den Basisbetrieb eines Computers bewältigt. Man unterscheidet insbesondere diese vier Bereiche, Prozessverwaltung, Speicherverwaltung, Dateiverwaltung und Geräteverwaltung. Die Prozessverwaltung, ja, die ist dafür zuständig, dass Prozesse verwaltet werden. Man kann nämlich mit heutigen Betriebssystemen im Allgemeinen erreichen, dass nicht nur ein Programm zu einem Zeitpunkt ausgeführt wird, sondern mehrere Programme gleichzeitig, quasi gleichzeitig, weil es gibt ja in dem Sinne nur einen Prozessor. Die Prozessverwaltung kümmert sich darum, dass mal dieser Prozess und mal ein anderer Prozess drankommt und Sie als Benutzer bekommen eigentlich davon gar nichts mit und haben den Eindruck, es können mit diesem Computer quasi gleichzeitig mehrere Programme ausgeführt werden. Letztendlich wird aber immer nur eins ausgeführt, aber dadurch, dass der Computer so schnell ist und diese Prozessverwaltung dafür sorgt, dass immer mal ein anderer Prozess drankommt, haben Sie den Eindruck, es sind halt mehrere oder es ist möglich, dass mehrere Programme wirklich parallel ausgeführt werden können. Dann die Speicherverwaltung. Prozesse benutzen Speicher und die Speicherverwaltung ist dafür da, dass hier wirklich eine eindeutige Zuordnung geschafft wird von dem Speicher eines Prozesses und dass er abgegrenzt wird von dem Speicher eines anderen Prozesses. Dann die Dateiverwaltung. Dateien sind logische Behälter zum Speichern von Daten. Die Dateiverwaltung ist dafür da, ja diese Dateien zu verwalten. Mit Hilfe der Dateiverwaltung hat man Zugriff auf Dateien. Man kann sie halt finden, suchen und so weiter. Und die Geräteverwaltung ist dafür zuständig, externe periphere Geräte anschließen zu können und ansprechen zu können, wie Drucker, Tastaturen, Bildschirme und so weiter. Hier nochmal ein paar Begriffe, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Was bezeichnet man als Festplatte? Festplatte ist billiger Hintergrundspeicher. Im Unterschied zu dem Speicher, mit dem wir uns vorhin beschäftigt haben, für Programme, ausführbare Programme und Daten. Dateien sind logische Behälter zum Speichern von Daten. Wenn ich also mit einem Editor Programmcode eingebe, speichere ich diesen Programmcode im Allgemeinen in einer Datei, einem Behälter, einem logischen Behälter ab, gebe ihm einen Namen und über diesen Namen kann ich dann auf mein Programm zugreifen. Verzeichnisse, auch Ordner genannt, sind Hilfsmittel, um Dateien übersichtlich strukturiert ablegen zu können. Dann noch die Begriffe des Windows-Systems und des Windows-Managers. Ein Windows-System erlaubt die Aufteilung des Bildschirms in unabhängige Windows. Heutzutage gang und gäbe und häufig auch schon im Betriebssystem integriert. Früher war das nicht so. Und der Window-Manager ist dann dafür da, dass ich Windows verwalten kann, also Fenster verwalten kann. Ich kann sie größer machen, kleiner machen, schließen, neue Fenster erzeugen und so weiter.